Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piepfein, Grafikerin und Illustratorin und heute malen wir mal wieder ein seltenes Tier. Ich habe aber gute News für euch, denn dieses Tier hat sich erholt und ist nicht mehr vom Aussterben bedroht. Ich dachte, es ist jetzt mal Zeit, ein positives Beispiel zu nehmen und deshalb starten wir gut gelaunt ins neue Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sag los geht's! Hallo, hallo, hier ist eure Voice-Over Sandra und ich habe mich diese Woche für ein reines Aquarellbild entschieden. Wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr, dass ich Mixed Media liebe, aber da ich in letzter Zeit auch mal wieder mit Acryl und Posca-Stiften gearbeitet habe und dort ja auch nur ein einziges Medium nutze, dachte ich, ist es mal wieder an der Zeit, selbiges auch mit Aquarell zu machen. Und ich darf schon mal verraten, ich bin sehr froh über meine Entscheidung. So, und inzwischen könnt ihr vielleicht schon erahnen, um welches Tier es heute gehen soll. Es wird ein Vogel, um genauer zu sein ein Greifvogel und um ganz genau zu sein um einen Weißkopfseeadler. Der ist nicht nur Wappentier der USA, sondern taucht auch in unseren Naturschutzschildern auf. Und so steht er heute mal stellvertretend für all die anderen Greifvögel unserer Erde, denn leider geht es nicht allen Arten so gut wie ihm. Aber das würde zu sehr ins Detail gehen, weshalb ich euch heute größtenteils über den Weißkopfseeadler erzählen möchte. Und das sind, wie versprochen, gute News oder sagen wir fast gute News, denn der Bestand hat sich erholt und der Weißkopfseeadler ist nicht weiter vom Aussterben bedroht, aber einen Haken gibt es leider doch. Dass der Bestand sich über die Jahre stark erholt hat, ist aber ein Beweis, dass wir Menschen etwas zum Artenerhalt beisteuern können und ich freue mich darüber sehr, weil ich diese Tiere schon mal ganz nah kennenlernen und dabei viel von einem vorbildlichen Falkner erfahren durfte. Die Weißkopfseeadler wurden natürlich, und wie könnte es auch anders sein, mal wieder durch den Menschen so stark dezimiert. In den 1960er Jahren stand es wirklich schlecht um die Art, denn durch Schusswaffen, Insektizide und Lebensraumverdrängung wurden die Bestände weniger und weniger. Aber dazu gleich mehr. Weißkopfseeadler leben in Nordamerika und gehören zur Familie der Habichtartigen, wie zum Beispiel auch sein eurasischer Verwandter, der Seeadler, den wir unter anderem auch hier in Deutschland, zum Beispiel an der Mecklenburgischen Seenplatte, entdecken können. Auch Milane zählen zum Beispiel dazu. Diese Greifvogelart hat sich in den letzten Jahren ziemlich an den Menschen gewöhnt, so scheint es mir. Ich sehe sie inzwischen nämlich sehr oft über den Häuserdächern von Städten kreisen. Wobei, freiwillig haben sie sich sicher nicht an unsere lauten und geteerten Städte gewöhnt. Wir haben ihnen nur kaum Wälder übrig gelassen. Habichtartige sind tagaktiv im Gegensatz zu Eulen, die zwar auch zu den Greifvögeln zählen, aber größtenteils nachtaktiv jagen. Wusstet ihr, dass Eulen so riesige und nach vorne gerichtete Augen haben, damit sie nachts besser sehen können? Ihre Augen sind auch nicht rund, sondern länglich, weshalb sie die Sicht nicht durch Bewegen der Augen, sondern durch Bewegen des Kopfes ändern können. Ich persönlich bin total verliebt in Kauze. Der malaysische Kauz ist so unfassbar hübsch. Das Gefieder lässt sie so rund erscheinen, es steckt aber ein ganz zartes Vögelchen darunter. Bei den Habichtartigen ist das anders. Ihr Gefieder ist nicht so fluffig. Lasst uns mal einen Vergleich ziehen. Der Bartkauz gehört zu den Eulen und wird mit 67 cm zwar nicht so groß wie der Weißkopfseeadler, der eine Körperlänge von 70 bis 90 cm erreichen kann. Dennoch wird der Gewichtsunterschied schnell deutlich, denn der Bartkauz schafft es auf zarte 1,9 Kilogramm Kampfgewicht, während der Weißkopfseeadler 2,5 bis stattliche 6,3 Kilogramm schafft. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,50 Meter ist der Weißkopfseeadler außerdem einer der größten Greifvögel.
bis zu ihrer Geschlechtsreife durchlaufen Weißkopfseeadler verschiedene Stadien der Befiederung und auch ihre Augenfarbe ändert sich. Das kennen wir ja hierzulande ganz gut bei Möwen. Da sind die Teenies grau gescheckt und die adulten Tiere haben die bekannte weiße Färbung mit grauem Rücken und grauen Flügeln. Die jungen Weißkopfseeadler sind zunächst gräulich, dann bräunlich und die Augen und der Schnabel sind zu Beginn auch braun. Im Schnitt erlangen Weißkopfseeadler mit etwa 5 Jahren ihre Geschlechtsreife und bis dahin verändert sich ihr Erscheinungsbild fast die ganze Zeit. Also mit 2 Jahren ändert sich dann die Augenfarbe ins Goldbraune oder sogar schon ins Weißliche. Auch das Gefieder ändert sich, Bauch und Rücken wirken weißlich gefleckt und mit 3 Jahren färbt sich der Schnabel dann gelb und der Kopf ist schon größtenteils weiß befiedert, die Iris ist dann hellgelb. Im 4. Lebensjahr sind Körper und Flügel dann zum größten Teil dunkelbraun, der Schwanz ist bei den meisten Vögeln dann weiß und so auch der Kopf. Einmal im Jahr legen Weißkopfseeadler 1 bis 3 Eier und die Brutzeit beträgt einen guten Monat und danach sind es nochmal 2 bis 3 Monate. Und dann werden die Kleinen auch schon Flügge. Die Nester bezeichnen wir als Horst und die werden auf Baumspitzen und Felsenkanten gebaut. Dafür werden dann unzählig dicke Äste angeschleppt und die Mulde wird mit Gräsern und Moosen kuschelig aufgepolstert. Unglaublich, aber alte Horste sind bis zu 450 Kilogramm schwer und bis zu 4 Meter hoch. Sie gehören übrigens zu den größten Vogelnestern der Welt und messen so etwa 2 Meter im Durchmesser und werden auch immer wieder genutzt, solange sie intakt sind. Hat der Weißkopfseeadler die ersten Jahre erstmal überstanden, beträgt seine Lebenserwartung in freier Wildbahn so 20 bis 30 Jahre. Viele Jungvögel sterben aber und weniger als 50% überleben das erste Jahr. Gründe sind Wetterbedingungen, Hunger und Fressfeinde, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Geschwisterlich sind die Kleinen aber auch nicht gerade, oft wird nämlich aggressiv ums Essen gekämpft. Doch auch der Mensch ist ihr Feind. Trophäenjäger sind immer noch scharf auf diese wundervollen Vögel, zum Glück steht der Beschuss unter Strafe und das schreckt den Großteil der Menschen ab. In den 1990er Jahren kam es verbreitet zum Sterben von Weißkopfseeadlern, aber auch andere Vogel- und Fischarten waren davon betroffen. Deutsche und amerikanische Forscher haben den Grund dafür gefunden und so wird nun aktuell immer noch versucht, das Sterben zu stoppen, damit wir nicht noch mehr Tierarten gefährden. Denn eines ist sehr wahrscheinlich, der Mensch ist wieder mal schuld am Sterben. Hinter dem mysteriösen Sterben von Weißkopfseeadlern steckt eine Erkrankung. Dabei verlieren die Tiere die Kontrolle über ihren Körper und es kommt zu Löchern im Gehirn. Das ist tragischerweise auch nicht heilbar, sondern endet zwangsläufig mit dem Tod. Grund sind vermutlich Pestizide in Kombination mit einem Bakterium. Und dieses lebt auf Wasserpflanzen, welche von Wasservögeln über die Nahrung aufgenommen werden. Weißkopfseeadler ernähren sich von Fischen und eben auch kleinen Wasservögeln, welchen sie sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km die Stunde im Sturzflug nähern. Und damit nehmen sie dann die Toxine in ihrer Beute auf. Die Forscher haben herausgefunden, dass Bromid dafür verantwortlich ist. Das ist ein Stoff, der in Pflanzenschutzmitteln vorkommen kann. Auch andere mit Bromid angereicherte Abwasser können dafür verantwortlich sein, welche in Verbindung mit diesem Bakterium dann so giftig für den Vogel werden. Die Forscher arbeiten jetzt an einer Lösung, wie man diese Toxine beseitigen bzw. stoppen kann und hoffen so, das Sterben der Arten schnell in den Griff zu bekommen. Ich konnte leider keine aktuellen Zahlen finden, aber der Bestand gilt als zunehmend und ungefährdet. Hoffen wir für diese tollen Tiere und auch für alle anderen Tiere, die betroffen sind, dass es genauso bleibt und dass auch ihre Artgenossen weiterhin ihren Platz in unserer bunten Welt behalten. Auch wenn der Weißkopfseeadler nicht mehr so weit verbreitet ist wie noch vor 100 Jahren und Toxine aktuell ein Problem für diese riesigen Vögel darstellen,
So finde ich diese Art ein schönes Beispiel, an dem wir sehen können, dass Gesetze und strenge Strafen zur Erholung einer Art beitragen und wir tatsächlich etwas bewegen können. Ich finde es auch beruhigend zu wissen, dass die Forscher mit Herzblut an einer Lösung arbeiten, um die Toxine aus der Umwelt zu entfernen und Menschen, die etwas Großes bewegen können, für eine gute Sache arbeiten. Wenn wir respektvoll mit unserer Umwelt umgehen, können wir gemeinsam viel erreichen und wir können alle davon profitieren. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder und ich sag wie immer, danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, auch über ein Abo mit Glöckchen, denn dann könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen, mich nicht vergessen und mich ganz nebenbei kostenlos supporten. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch eine super Woche. Macht's gut, ciao und bye.